Moin moin ihr Lieben, und zwar werden wir heute einmal die Elektrik im Shop machen. Und zwar kommen hier überall Steckdosen hin, Lampen, was auch immer. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal ein Erdkabel bohren, schaufeln. Ja. Zur Info für euch, ein Erdkabel gehört normalerweise in 80 cm Tiefe in einem Kunststoffrohr verlegt und dann Richtung Anschluss, am besten auch noch mit Sicherung. Wir sind ein bisschen sporadisch, wir buddeln ein Loch, hauen das Ding da rein und hoffen, dass wir nie wieder drauf treten. Bestes Wetter dafür ausgesucht. Mann! Das ist doch jetzt nicht wahr. Da sind einfach Pflastersteine unter. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Einfach wieder ein bisschen drüber, das festigt sich und Gras kommt da auch wieder durch. So, und das legen wir jetzt schön da rein, machen es wieder zu. Wie gesagt, bitte zu Hause nicht unbedingt nachmachen, macht das ordentlich. Hier bleibt das alles in meinem Kopf versteift, wo ein Kabel liegt. Kommt jetzt das Loch her. So. Auch jetzt noch mal für euch, wie gesagt, ich habe das schon in anderen Videos mal erwähnt, das, was ich hier mache, das mache ich so, wie es mir am besten erscheint. Ein Erdkabel zu legen ist nicht immer ganz ohne, weil ein Erdkabel, wie schon erwähnt, 80 cm Tiefe, am besten noch mit einem KG-Rohr, weil es könnte durchaus sein, dass ich in 2-3 Jahren genau da eine Stange platzieren will. Hau dann mit einer Stange direkt ins Erdkabel rein, ich kriege einen Zittermann, die Sicherung fliegt raus. Und es kann halt super, super viel Schlimmes passieren. Deswegen macht es so nicht nach. Das hier ist jetzt nur ein Unterhaltungsvideo dafür, dass ihr seht, okay, was macht er eigentlich und ihr weiter im Fortschritt mitgenommen werdet. Jetzt kommen wir allerdings zu den Elektrosachen. Zu den Elektrosachen auch nochmal vorab. Holt euch einen richtigen Elektriker. Holt euch einen Elektriker, der weiß, wie etwas anzuschließen ist. Macht es nicht auf eigene Faust. Wenn da irgendwas nicht richtig klappt, nicht richtig angeschlossen ist, fackelt die ganze Bude ab. Ich bin gelernter Bautischler, habe da viele Erfahrungen mitgeteilt und ich werde jetzt auch nur die Kabel verlegen. Ich werde sie nicht unbedingt anschließen, dafür hole ich mir dann nochmal Hilfe und ja, dann ist es quasi erstmal fertig. Aber ihr werdet mitgenommen. Viel Spaß weiterhin. So, wie wir sehen, das schwarze Rohr, der schwarze Schlauch hier, das ist sozusagen das Erdkabel, was jetzt rausgeht. Wir haben das jetzt natürlich provisorisch gebuddelt. Wir werden circa da oben eine Verteilerbox hinbauen. Dann haben wir hier 100 Meter Kabel, ein paar Steckdosen und Leuchtstofflampenhalterungen. Nur zur Info, Leuchtstofflampen werden in nächster Zeit nicht mehr hergestellt oder werden allgemein nicht mehr hergestellt. Ich werde mir die Dinger nochmal in LED dann kaufen. Das ist auch ein bisschen umweltschonender und ich glaube, das Gas in diesen Leuchtstoffen ist nämlich höchst giftig. Ich bin da nicht ganz so erfahren, aber die Infos, die ich habe, gebe ich euch natürlich weiter. Das sind jetzt so eine Lampen, die sind flexibel, ja, und die werde ich gleich einmal da oben anbringen. Dann können wir jetzt nochmal die Stabilität sicherstellen, ob der überhaupt was hält. Wenn nicht, krache ich hier jetzt ein. Aber ich weiß ja, was ich gebaut habe. So, blank is fest. So, wie gesagt, das ist jetzt so eine Schwenkleuchtstofflampe. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Dinger noch nie angebracht. Ich denke mal, ich werde das Ding hier auseinanderschrauben. Irgendwie. Jupp. Und dann kann ich es rausziehen. Das war's. So, dann haben wir als nächstes diese Unterkonstruktion. Keine Schrauben dafür. Vielleicht sind die drinne. So, dann muss das ja trotzdem auf. Ihr könnt die Dinger links und rechts verwenden. Das ist quasi der Kabeleingang, genauso wie hier.
Also es ist relativ jocke wie Boxe. Aber ich muss da reingucken, Leute. Ich muss da einfach reingucken. Bevor ich nicht weiß, was passiert, muss ich da reingucken. Bloß wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung von. Hier werden die Kabel angeschlossen, wenn es denn soweit ist. Okay, ich habe es verstanden, jetzt schon. Wir brauchen hier gar nichts dran machen, weil diese Dinger einfach so jetzt angebracht werden. Es werden jetzt die Teile oben rangeschraubt, fertig, bums, die Nums. Wie hier jetzt auch schon erwähnt, wir haben jetzt so eine Nagelschellen. Mit den Nagelschellen verlegen wir jetzt sozusagen die ganzen Kabel, wo sie halt hin sollen. Wir haben jetzt noch ganz normale Stecker. Wir haben Schalter und Stecker. Wir haben Schnellsicherung, Schnellstarter sind das. Die Teile kriegen normalerweise, glaube ich, eine Sicherung. Und zwar da, wo die Leuchtstoffröhre reinkommt. Und ich weiß gar nicht, ob man das sieht, wenn man da mal so hinfrequenziert. Nein, leider nicht. Für die Leute, die Leuchtstoffröhren kennen, die blinken immer an. So, mit denen ist das dann halt nicht mehr der Fall, sondern die machen Bing und dann sind sie an. Das dazu. So, wir haben jetzt erstmal die Steckdose ganz normal. Die schraubt man dann mit 4 Schrauben, die hier drin sind. Die schraubt man lose. Und dann hat man zumindest den oberen Deckel, kann das hintere Stück anbringen und hat dann eigentlich erstmal keine Sorgen. Das Ding kommt dann nachher hier wieder drauf. Richtig und natürlich. Und zack, die Luzi. So, wir haben jetzt hier ein 5-adriges Kabel. Ja, wir haben einmal ganz normal Strom. Das sind beides, glaube ich, die Stromdinger. Das ist, glaube ich, für einen Schalter. Und das hier ist Erdung. Ganz genau kenne ich mich damit nicht aus. Aber sollte auf jeden Fall jeder, der es anschließt, ein bisschen Erfahrung mit haben. Wir haben jetzt das obere Teil hier rausgenommen. Das ist quasi die Abdeckung dafür. Bei den Dingern ist darauf zu achten, dass wenn ihr die Teile reinsteckt, die nur minimal hier oben drin liegen. Also wirklich sehr minimal. Fokus. Sieht man, glaube ich, ne? Eher Hand als alles andere. So, und dann könnt ihr die wieder rüberstülpen. Und dann ist der Drops erstmal gelutscht. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr logischerweise die Dinger hier abisolieren. Wir brauchen jetzt in dem Falle nur 3 Stück. Ja, das sind einmal die beiden, die können wir abknibbeln. Die können wir, eigentlich müssten die sogar noch am Schrumpfschlauch, dass sie nicht gegeneinander kommen, mache ich die in 2 verschiedenen Längen. So, dann haben wir hier, haben wir so eine Reihenschaltung, nennt sich das, glaube ich. Ja? Wir haben einmal das Grün-Gelbe, das ist sozusagen die Erdung. Ja? Die werden wir hier auch mit anbringen. Und, na komm, fokussiere das doch. Ja, und die anderen beiden sind einfach in Reihe geschaltet. Bedeutet für uns, wir können die Dinger einfach so reinklipsen. Dazu isolieren wir erst nochmal das Blaue wieder ab. Wenn ihr eine Abisolierzange habt, bin ich sehr stolz auf euch. Ich habe keine. Das könnt ihr natürlich auch erstmal, ohne dass das Ding drin ist. Ne, ich habe leider nicht mehr als was ich hier habe, circa 1 cm ab, 3 Stück. Ich sehe schon die Baubehörde hier ankommen, du. So. Dann wird das einfach wie folgt in einen reingesteckt, weil der andere ist ja sowieso fertig. Wir machen hier einfach mal blau. Ja, zack, reingedrückt. Drinne, Erdung, drinne, braun. Na, drinne. Alle fest, alles tutti. Dann klipse ich die hier einmal so hin. Drehen wir um. Und fertig ist die Steckdose. Ihr seht, saubere Sache, alles cool. Kabel ist drin, Steckdose ist dran, alles easy. Wie mein Bruder schon zu sagen vermagte,
Es ist kein Produkt, ne? Es muss funktional funktionieren. Jetzt gehen wir hier hoch, gehen dann da oben rechts ab und gehen dann hier runter, weil da circa die Verteilerdose kommt. So, und wie schon erwähnt, wenn man hat einen tüchtigen Elektriker da, der ist auch da, der kommt gleich wieder. Hey, habt ihr schon mal gesehen, wie Licht funktioniert? So, kein Thema. Ein bisschen Elektro, auch kein Thema. Licht, jetzt verlegen wir nur noch, quasi wir haben hinten jetzt eine Verteilerdose, da zu sehen. Sind dann hier, ich kann euch elektrisch, kann ich euch leider nichts erklären, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe jetzt einen Freund da gehabt, der hat die Sachen angeschlossen. Ja, das musste auch alles recht schnell gehen. Aber da ist jetzt eine Verteilerkasten, dann sind hier vorne ist eine Steckdose, hier vorne sind zwei Steckdosen, da ist eine Lampe, da ist ein Schalter. Geil. So, und jetzt gehe ich von diesem Verteiler gehe ich quasi hoch hier rüber. Dann sieht man hier oben schon die nächste Lampe da und darüber auch noch eine Lampe. Und das mache ich jetzt quasi, ist wenig zu erklären, weil ich davon wenig Erfahrung habe. Deswegen holt euch einen, der davon Erfahrung hat. Ja, viel Spaß. Wir setzen nichts Schlimmes. Wir setzen hier oben jetzt erstmal eine Verteilerdose hin, weil wir von hier aus jetzt weitere Wege gehen. Warum? Ich weiß warum. Ich weiß es. Weil du zu fett bist. Warum bist du denn zu fett? Warum bist du denn einfach mal so richtig? Ich habe alles da. Ich habe wirklich alles da. Die sitzt bombenfest. Also die Länge. Und dann... Knips. Und jetzt haben wir das Kabel und damit eigentlich rausrutscht. Und mit mal so einen kleinen Kabelschuh ran, gell? So, und für den Elektriker lassen wir das unten einmal schön auf, dass er sich da gleich alles zurecht fiemeln kann. Im Endeffekt, wie schon erwähnt, kann ich da sowieso nicht viel zu sagen. Ich werde jetzt die ganzen Kabel legen, ja. Solltet ihr irgendwie einen guten Elektrikerkanal haben, schreibt ihn unten in die Kommentare rein, ne? Für einen, der das besser erklären kann, als ich es kann, weil ich bin nun mal kein Elektriker. Ne? Unten rein, fertig.